Moin! Heute möchte ich mal etwas Herzhaftes kochen und da denke ich an ein Ragout. Ich habe hier ein etwa 1,2 Kilo schweres Stück Rinderfleisch gekauft, wunderschöner Braten, schaut euch das an, klasse, ne? Richtig schön. Ich habe als Zutaten, habe ich mir jetzt mal so hingelegt, Gurken, Kapern, Senf, Zwiebeln, Petersilie, Rotwein, paar Tomaten, meinen selbstgemachten Speck, ausgelassenes Fett vom Rind und die gute selbstgemachte Brühe, Fleischbrühe. Und das will ich jetzt alles irgendwie zusammenbringen und ein schönes Ragout von zaubern. So. Ich schneide das Fleisch in kleine Stücken, kleiner als Gulasch. Das sind wirklich kleine, hier schon mal hier, so, größer sind die nicht. Beim Ragout will ich mehr Oberfläche, weil das wird ja nicht wie Gulasch, sondern das wird ja erstmal angebraten, angeschmort am Anfang und dann mit Mehl bestäubt, das seht ihr gleich. Und deswegen brauche ich kleinere Fleischstückchen, die ich dann schön mit Mehl bestäuben kann. Und ich habe halt mehr Oberfläche dann, mehr Röstaromen. Ich habe jetzt hier einen Topf, der fasst etwa 6 Liter. Das ist auch das Mindeste, was ich brauche. Eine große Oberfläche hier unten brauche am Boden. Je breiter der Topf ist, desto schneller ist das hier angebraten. So. Ich habe da mein ausgelassenes Rinderschmalz oder Rinderteig jetzt erhitzt. Ihr könnt auch Butterschmalz nehmen oder neutrales Öl, wenn ihr sowas nicht habt. Ich habe sowas immer im Haus, weil ich für meinen Hund das Fleisch immer zubereite und da habe ich viel sogenannten Abfall, unter anderem eben auch Fett, dass ich dem Hund nicht zumute. Und das lasse ich dann aus und vom Kochen des Fleisch habe ich natürlich auch immer Brühe ein bisschen übrig. So. Aber ihr könnt auch eine Rinderbouillon nehmen aus dem Glas, eine gute, das ist genauso gut. So, jetzt schauen wir uns mal an. Das muss jetzt erstmal ordentlich vor sich hinschmoren. Das muss richtig Farbe annehmen. Flamme hoch und das soll nicht anbrennen, aber richtig schön dunkel werden. Schauen wir mal. So, es bildet sich ja immer beim Braten in so einem Topf Wasser, der Fleischsaft. Ich warte jetzt, bis das ganz einreduziert ist, fast nichts mehr da ist. Ein bisschen Farbe hat das ja schon angenommen. Und wenn das fast weg ist, füge ich dann die Zwiebeln dazu. Und dann wird die Hitze ein bisschen runtergedreht, damit die Zwiebeln nicht anbrennen. Die sollen dann nochmal so mit dem Fleisch zusammen nochmal eine Zeit schmoren. Da kommt dann noch ein Deckel drauf. Und die Eigenfeuchte der Zwiebel hält dann ja auch so ein bisschen Flüssigkeit fest hier unten. Aber das ist eben halt viel zu viel, das Wasser, das da immer entsteht, das lasse ich immer verdampfen. So, jetzt sind wir schon so, guck mal, das sieht gut aus. Ne, da kaum noch was. Und jetzt kommen die Zwiebeln rein. Wie gesagt, ich habe da zwei Gemüsezwiebeln. Da kann auch ruhig, muss man auch nicht mitsparen. So, die Hitze runter auf ungefähr ein Drittel. Dann immer rein das gute Zeug. So, das lassen wir jetzt so, ja weiß ich, Viertelstunde. Lassen wir das mal so vor sich hinschmurgeln. Immer mal wieder ein bisschen umrühren und dann mal schauen wir mal. So, die Zwiebel, die gut angeschmort und der Topfboden, das setzt sich da unten schon so dunkel ab. Da muss man aufpassen, dass das nicht anbrennt. Das ist ganz wichtig. Das ist der entscheidende Punkt jetzt hier. Guck mal hier. Die ist dunkle hier unten. So.
Das löschen wir jetzt mit Rotwein ab. Dann können wir die Flamme wieder ein bisschen hoch, was heißt Anschlag. Und dann kommt da Rotwein rein. Aber nur ein ganz bisschen. Ich will das jetzt nur lösen. Nur ein ganz kleiner Schluck. Ich möchte, dass der auch gleich wieder einreduziert wird. So, jetzt haben wir die geröstete vom Boden gelöst. Lasse ich das so ein bisschen verdampfen. Dann schauen wir mal. So, der Rotwein weg, einreduziert. War ja auch nur ein kleiner Schluck. Und nun kommt das Wichtige. Jetzt wird das mit Mehl bestäubt. Das ist eben nicht wie beim Gulasch, wo du nur eine Mehlschwitze machst oder sowas. Oder hier wird das jetzt mit Mehl bestäubt. Das Ganze. Jetzt die Hitze wieder runter, damit das Mehl nicht anbrennt. Mal hier, wie das klumpt, wie das gleich bindet. So. Machen wir das gleiche nochmal, wie eben. Rotwein. Jetzt wird der Topfboden schon dunkel. Könnt ihr sehen. Das sind schon die Röstaromen, die ich haben will. Das darf auch nicht zu viel. Und jetzt kommt noch mal Rotwein dazu. Diesmal ein bisschen mehr. Weil wir haben ja Mehl da drin. So. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Brühe dazu. Lass das jetzt schön einkochen. Mehl bindet. Ich habe jetzt schon eine Knoblauchzehe und den fein geschnittenen Speck. Ich hätte ja so drei Speckstreifen, selbstgemachten Speck noch liegen, habe ich damit zugefügt. Guck mal, wie das aussieht. Das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr cremig, zu dick. Also nochmal von der Brühe dazu. So. Alles lösen vom Grund. Und jetzt schmecken wir noch mal kurz ab. Kommt gut. Mit dem Salz muss man vorsichtig sein, wenn man Speck dazu gibt. Also salzen ist jetzt nicht. Aber was ich ja haben möchte, ist ja so eine süß-saure Note. Und weil das so ist und weil ich das liebe, will ich da jetzt die Kapern zugeben. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe das. Und die kommen da rein, wie ihr sehen könnt, so ein ganzes Glas. Es ist ja halt ein Ragout, es ist kein Gulasch, es soll ein Ragout werden. Das kocht ja auch noch ein bisschen. Und wem das nicht süß-sauer genug ist, der kann dann natürlich auch, oh, noch mal kurz die Schmeckung machen. Die Säure kommt. Der kann, deswegen habe ich die Gewürzgurken da hingestellt. Er kann dann auch die Gewürzgurken noch mal klein schneiden und dazugeben. Aber das ist alles Geschmackssache. So, ich habe jetzt die Kapern da drin. Das reicht mir eigentlich erstmal. Und jetzt kommt da noch ein Löffel Senf dazu. Überhaupt immer, ich nehme da milden Senf, so einen Teelöffel voll hier, so ein gehäufter. Nicht zu viel, soll ja keine Senfsoße werden. Ja? Aber Senf kann man überhaupt immer an Fleischsoßen machen, an dunkle Soßen. Das ist immer klasse. So, bringt ja auch noch ein bisschen Säure und so ein, naja, dieser Senfcharakter unterstützt dann ja auch noch mal die süß-saure so ein bisschen. Mal, hier sieht auch schon gut aus. Einmal kurz abschmecken.
Ja. Da muss jetzt noch ein bisschen Zucker zu, das ist ein bisschen zu sauer. Das tun wir dann auch gleich. Guck mal hier. Keine Angst. Also Essig würde ich da nie zugeben. Das würde ich nicht machen. Man kann, wenn man zum Beispiel saurer mag und keine Gewürzgurkengeschichte nicht mag, kann man da auch noch ein bisschen Zitronensäure zugeben. Aber ihr seht, wie ich das gemacht habe, so ein Glas Kapern, bisschen Zucker nochmal nachgewürzt. Jo, das kommt gut. Das kochen wir jetzt mal schön ein. Das bleibt da jetzt, weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde, kann das so vor sich immer mal wieder kontrollieren, den Boden lösen. Der setzt sich leicht an. Aber wie gesagt, immer mal schauen, und wenn es dann zu dick wird, kann man auch wieder Brühe nachgießen. Also bis... So, mal sehen. Ich habe das jetzt so 10 Minuten einkochen lassen, immer mal wieder umgerührt. Muss ich das mal abschmecken. Möchte ja so eine ganz bestimmte Note haben. Und mir fehlt so ein bisschen das Süß-Saure noch. So. Dann gebe ich da jetzt mal, guck mal hier, so eine Handvoll fein geschnittene, ja, anderthalb Hände voll. Machen wir mal anderthalb Hände. Klein geschnittene Gewürzgurken dazu. Dann komme ich hoffe, dann komme ich dahin, wo ich hin will. So, jetzt alles umrühren einmal. Das lasse ich jetzt nochmal einkochen. Mal gucken, wie sich das so in 5 Minuten, ob ich dann da angekommen bin, wo ich hin wollte. Sollte ja eigentlich funktionieren. So, dann schauen wir mal. So, der ist jetzt... Ja, der Topf ist soweit. Guck mal hier, alles abgedampft, kein Wasser mehr drin. Und das ist eigentlich eine profane Sache, gut gesalzene Kartoffel. Und was wichtig ist, Kartoffelbrei, ich meine, ich habe Kartoffelbrei gegessen, da konntest du, weiß ich, eine Wand mitmauern oder keine Ahnung, aber zum Essen war da nichts. Butter. Also Butter macht aus dem Kartoffelbrei Kartoffelbrei. Und dann gibt es noch eine Geheimzutat, Meerrettich. Mal. Großzügig, großer Teelöffel, auf, das waren 6 normal große Kartoffeln, Butter muss reichlich, und dann wird das ein Kartoffelbrei, der schmeckt. Ne? Ich habe Zeug gegessen, da haben die Leute dann Milch erstmal nicht abdampfen lassen, dann gleich Milch reingefeuert, noch nachgewürzt, angeblich mit, das kannst du alles nicht essen, das ist eine Pampe nachher. Das schmeckt, das geht nicht. Richtiger Kartoffelbrei, abgedampfte Kartoffel, eine schöne. Und dann ein bisschen Meerrettich, man kann auch Muskat nehmen, das ist Geschmackssache, aber Butter. Ne? Butter muss. Und wenn Butter, wenn es nicht so geschmeidig wird, Butter dazu geben. Weg mit dieser elenden Milch. Das hat im Kartoffelbrei, in einem guten Kartoffelbrei, überhaupt nichts zu suchen. Kartoffelbrei, hört sich erstmal profan an, aber das hier, das ist Luxus. Ne? Da ist Butter ohne Ende drin, schön abgeschmeckt. Ich kann euch sagen, besser kann man Kartoffelbrei nicht machen. Aber das nur mal so nebenbei, neben dem Ragout, das ich jetzt hier gerade baue. So, schauen wir mal. Das ist jetzt gut anderthalb Stunden bei kleinster Flamme eingekocht. Schaut euch das an, sämig. Richtig, so wollte ich das haben. Das sieht gut aus. Duftet unglaublich. Ich werde das mal kurz abschmecken. Da kann man nichts hinzufügen. Das ist gut, das bleibt so. Das kann man nicht besser machen. Das geht einfach nicht besser. Ja, dann gibt es heute Ragout. Mit Kartoffelbrei, habe ich lange nicht gegessen.
So. So sieht das aus. Schaut euch das an, das ist ein Teller, das ist lecker. Das sehen wir nicht so. Kartoffelbrei mit Rindsragout. Also bis zum nächsten Mal.